Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bestätigen. Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel und die nachfolgend genannten als Mitglied dieses Kollegiums bestätigen. L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Elder Claudia R. M. Costa ist als Mitglied der Präsidentschaft der 70er Kollegien entlassen worden. Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Ted R. Callister als Mitglied der Präsidentschaft der 70er bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Gary J. Coleman, Elder Richard G. Hinckley, Elder Yoshihiko Kikuchi, Elder Carl B. Pratt und Elder Cecil O. Samuelson als Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er entlassen und sie als Generalautoritäten emeritieren. Es wird ferner vorgeschlagen, dass wir Elder Won Young Ko, Elder Lowell M. Snow und Elder Paul K. Zebrowski als Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er entlassen. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Elder Ralph W. Hardy Jr., Elder John M. Huntsman Sr., Elder Alexander N. Manzos und Elder J. Willard Marriott Jr. sind als Gebiets-70er entlassen worden. Es wird vorgeschlagen, dass wir Ihnen für Ihre ausgezeichneten Dienste danken. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiets-70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es ebenfalls. Präsident Monson, soweit ich es beobachten konnte, wurden die gemachten Vorschläge im Konferenzzentrum einstimmig angenommen. Danke, Brüder und Schwestern, für Ihre Zustimmung, Ihren Glauben, Ihre Hingabe und Ihre Gebete. Wir freuen uns jetzt darauf, von Elder Bednar zu hören.